Hier wird von Jungen im Alter von 24 und Mädchen im Alter von 16 Jahren gesprochen, aber es geht so in diese Richtung. Lustig ist, ich habe meinen Sohn mit 16 Jahren bekommen und der Papa davon war 24. Wir sind ja off the track. Ja, können wir das nicht mehr verstehen, ja, dass so arrangierte Ehen. Der Vater möchte ja auch das Beste für seinen Sohn oder für seine Tochter. Und jetzt ist interessant. Prabhupada hat da nicht geantwortet. Das geht aber gar nicht. Wenn du damit nicht sofort aufhörst, dann hast du keine Chance, sondern er hat geantwortet, okay, versuch doch mal Folgendes. Versuch doch mal Krishna im Geschmack des Weines zu erkennen. Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, um aus den wichtigsten Büchern in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen. Könnt ihr gerne auch mal in die Kamera halten. Nämlich einmal das Srimad Bhagavatam mit 18.000 Sanskrit-Versen. Wir nehmen aber heute nur einen. Und die Bhagavad Gita, wie sie ist. Und diese Bücher wurden alle übersetzt und erläutert von ISKCON Founder Acharya, His Divine Grace, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir sind mittlerweile im 17. Kapitel des Srimad Bhagavatams im ersten Kanto, versteht sich. Also das sind nur noch zwei Kapitel und dann haben wir sogar das gesamte erste, den ersten Kanto, sagt man wohl, haben wir dann durch und freuen uns dann schon auf den zweiten Kanto und danach freuen wir uns auf den dritten und so weiter. Ja, und wir sind jetzt im 38. Vers, der eine etwas längere und auch eine etwas intensivere Erläuterung hat. Da haben wir bereits im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Aber wenn man jetzt hier als Quersteiger reingestolpert ist, das macht auch nichts, weil wir haben in jeder Sitzung haben wir hier Sprengstoff mit dabei für jeden und für alle. Ja, und heute wird es wieder darum gehen, dass Kaiser Parikshit, er weist dem Kali, dem Vorsteher dieses Zeitalters, er weist ihn jetzt vier Orte zu, wo er innerhalb seines Königreiches leben darf, wohnen darf, aber nur dort, nirgendwo anders, versteht sich. Da ist Kaiser Parikshit auch sehr streng, aber immerhin, wir werden das auch gleich merken, diese vier Orte haben es in sich. Ja, und bevor wir uns dieser Stelle zuwenden, ziehen wir uns erstmal warm an mit ein paar glückverheißenden Mantras, weil, ja, ihr werdet es gleich merken, das wird jeden von uns gleich eiskalt erwischen. Und mit den glückverheißenden Mantras sind wir da gut gewappnet. Ich blende euch mal die glückverheißenden Mantras ein. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam Namaskritya Narang Divinsaravastim, Vyasang Tato Jayam Udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes,
Naradi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashtapayeshvabhadreshyo Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavad-Gita-Mahashloke Bhaktir-Bhavati-Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Und alle zusammen, schaltet eure Mikrofone alle einmal ein und auch die YouTube-Zuschauer. Krishna möchte euch jetzt mal hören. Der weilt im Herzen eines jeden. Drei, zwei und ist in seinem Namen voll präsent. Eins. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, 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 Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare. Und wir gehen direkt rüber zu unserem heutigen Vers. Wir hatten ihn schon gut angefangen, ein beträchtliches Stück. Es spricht hier Sutta. Goswami Sutta ist derjenige, der das Srimad Bhagavatam mithörte, als es von Shukadeva Goswami an Kaiser Parikshit 7 Tage lang vorgetragen wurde. Und hier erzählt er praktisch, es ist eine Schicht darüber. Er erzählt mehr oder weniger, wie es überhaupt zu diesem Srimad Bhagavatam gekommen ist. Genau, so wir lesen nun mal den Vers auf Deutsch. Sutta Goswami sprach, als Maharaja Parikshit so von der Persönlichkeit des Kali gebeten wurde, gab er ihm die Erlaubnis, an Orten zu wohnen, die für Glücksspiel, Trinken, also nicht jetzt einfach nur so Fanta und Sprite, sondern Prozenthaltiges, also Alkohol insbesondere und auch Berauschung insgesamt, Prostitution und das Schlachten von Tieren bestimmt waren. Also wir erinnern uns, Kali sagte, hey, ich bin der Vorsteher dieses Zeitalters, ich muss hier irgendwo jetzt mich aufhalten. Und dann sagte Kaiser Parikshit, ja, eigentlich darfst du nicht in meinem Königreich, solange ich hier regiere, aber unter diesen Umständen weise ich dir eben diese 4 Orte zu. Da darfst du dich aufhalten und Menschen, die diese Orte aufsuchen, von denen es aber in meinem Königreich so gut wie keine gibt, ja, die können dann dort mit dir Verkehr haben. Okay, und dann hatten wir hier einen beträchtlichen Teil noch von der Erläuterung. Ich habe mich nochmal zu dem Begriff Sautramani Yajna mit Amara Prabhu beraten, habe ihn auch nochmal gefragt, er ist, wenn es so um Yajnas und Rituale geht, ist ja eigentlich jemanden, den man da gut fragen kann. Und das lese ich euch nochmal vor, was er mir geantwortet hat. War ganz interessant. Für alle, die Amara Prabhu nicht kennen, er ist ein Priester für Sri Sri Prahlad Nrisimhadev in Simhachalam. Und er kennt so Sachen, die kennen viele andere nicht, wenn es so um Rituale geht. Er hat viel in Südindien hat er sich aufgehalten und den dort lebenden Ramanuja Sampradaya Priestern über die Schulter geschaut. So, wo habe ich das? Lass mich kurz gucken. Ja, das sind diese klassischen Yagas. Ja, sehr Die gut. gibt es in den verschiedenen Vedas, also speziell Yajurveda. Da werden sie beschrieben. Erwähnt werden sie auch in Rigveda und anderen Vedas. Aber der eigentliche Ablauf und der praktische Teil wird erklärt im Yajurveda. Und dann findet man dazu die Kalpas, das sind die rituellen Handlungen, wie man es ausführt. Also es sind rein vedische Rituale. Ja.
die werden genutzt meistens für die Samskaras. Also, das heißt, für die Haushälterrituale innerhalb des eigenen Kriya. Okay, also wir merken schon, es ist ein bisschen technisch das Ganze. Gut, wir gehen mal zurück zu unserem eigentlichen Bhagavatam-Text. Ihr könnt es hier auf dem Bildschirm könnt ihr das erkennen. Ja, und das hatten wir gestern noch nicht oder vorgestern noch nicht ganz besprochen. Das wollte ich hier noch mal kurz hervorheben. Es geht hier einmal um die Nivritas und um die Pravritas. Und im übertragenen Sinne, so habe ich das gelernt, gibt es den Pravritti-Maga und den Nivritti-Maga. Der Pravritti-Maga ist, dass man sich so viel Sinnenbefriedigung sozusagen selbst gibt, verpasst, sich sozusagen ertränkt in Sinnenbefriedigung, dass man sowas von die Nase voll hat, dass man dann davon befreit wird. Also könnt euch das vielleicht vorstellen. Vielleicht gibt es irgendetwas, was ihr ganz gerne essen mögt. Ich mag gerne so Sojamilch, Kakao. Ich weiß nicht warum. Und wenn man nicht aufpasst, könnte ich da also 3 oder 4 Liter am Tag von trinken. Und dann bin ich aber so bedient, ich kann es dann für 4 Wochen nicht mehr sehen. Ich bin dann befreit von dem Wunsch, Sojamilch, Kakao zu trinken. So, vielleicht habt ihr auch sowas oder so eine Erfahrung mal gemacht in eurer Kindheit, dass ihr irgendwas so gerne mögt und dann eines Tages hattet ihr da freie Bahn für Marzipan und dann habt ihr euch so viel davon aufgetischt, aufgetellert oder seid so oft immer wieder zur selben Eisdiele gegangen, weil ihr so einen Gutschein hattet, so einen Unlimited-Gutschein. Und dann habt ihr so viel Eis gegessen, dass ihr so für 3 Jahre lang, jedes Mal, wenn ihr an dieser Eisdiele vorbeigekommen seid, wurde euch schon übel. Und dann wart ihr befreit. Man ist dann befreit von dem Wunsch, Eis zu essen. Und das gibt es auch in den Veden, diese Idee von Sinnenbefriedigung frei zu werden, indem man es auf die Spitze treibt. Das ist so der Pravritti-Maga. Und der Nivritti-Maga, man hört es schon, da kommt so das Wort nicht oder nein. Das ist, wenn man sich ganz gezielt diszipliniert. Also man stellt sich selbst Regeln und Regulierungen auf oder folgt diesem freiwillig, um eben mit bestimmten Arten der Sinnenbefriedigung nicht oder nur ganz wenig in Berührung zu kommen. Und auf diese Weise wird man dann auch befreit, vorausgesetzt, dass man, wie wir, sich auch gleichzeitig im Bhakti-Yoga, im Krishna-Bewusstsein beschäftigt, weil einfach nur ohne Krishna-Bewusstsein sich von Sinnenbefriedigung zurückzuhalten, das mag für eine gewisse Zeit funktionieren, aber irgendwann holt es einen dann wieder ein. Es kann sogar sein, dass es einen erst in einem späteren Leben wieder einholt. Also es gibt tatsächlich Leute, die erscheinen uns vor unseren Augen sehr entsagt. Und du denkst, meine Güte, die sind aber asketisch. Oh, so entsagt wäre ich auch gerne mal. Aber in ihnen befindet sich kein echtes Krishna-Bewusstsein. Und da heißt es auch im Srimad Bhagavatam, Yen ye ravindakshavimuktamaninas tvayastabhavat avishuddha buddhaya Aruya Kritschrena Parangpadam Tata, Patantyadona Dritayushmat Angrayaha. Da heißt es, diejenigen, die nicht Krishna bewusst sind, von denen gibt es manchmal welche, die mögen sich für sehr befreit halten, aber ihre Intelligenz ist unrein und sie fallen von ihrer Stufe der eingebildeten Überlegenheit wieder herunter,
früher oder später, weil sie es versäumt haben, bei deinen Lotusfüßen, das sagt, glaube ich, Brahma, in dieser Geschichte, wo Brahma die Kuhhirtenjungen stiehlt, ihr könnt euch vielleicht erinnern. Sie fallen wieder herunter, weil sie es versäumt haben, bei deinen Lotusfüßen Zuflucht zu suchen. Da ist ihre Entsagung nicht stabil. Ja, so also nur, wenn man auch gleichzeitig Krishna-Bewusstsein praktiziert, wir sagen dazu auch Yukta Vairagya, wir stellen unsere Sinne in den Dienst Krishnas. Wir brechen, also wir, die Sinne werden mit Giftzähnen einer Schlange verglichen, die immer wieder beißen können. Aber durch den Vorgang des Krishna-Bewusstseins, so beschreiben es die sechs Goswamis, nehmen wir das Gift raus von der Schlange. Die kann vielleicht beißen, aber stört niemanden, weil da ist kein Gift in den Zähnen. Das ist dann nicht so schlimm. Ja, also das ist unser Weg tatsächlich. Nivritti-Marga in Verbindung mit Krishna-Bewusstsein und nicht, dass wir uns ertränken sozusagen in der Sinnenbefriedigung und dann hoffen, dass wir dadurch dann befreit werden. Genau, das wollte ich hier nochmal erklärt haben. Darf ich noch mal fragen, Yukta Vairagya, Ja. die Bedeutung, was war das jetzt noch mal? Ich Also Yukta Vairagya, das ist die Philosophie, dass man entsagt, man entsagt schon, aber nicht indem man auf alles verzichtet, sondern unsere Entsagung im Krishna-Bewusstsein ist, dass wir nicht verzichten, sondern die Dinge, auf die wir verzichten könnten, diese Dinge wiederum, die stellen wir in Krishnas Dienst. Also angenommen, jemand kommt zu dir und sagt, Chichakti, hier habe ich 1000 Euro für dich. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, du, oder es gibt drei Möglichkeiten. Du sagst, super, ich wollte schon immer nach Las Vegas. Das ist also Möglichkeit eins, aber da glaube ich, dass wir diese Entscheidung von dir nicht hören werden. Dann gibt es Möglichkeit zwei. Nein, behalte diese 1000 Euro. Ich will entsagt sein. Ich will mich völlig frei halten von jeder Sinnenbefriedigung, von jedem Besitzanspruch. Hier, nimm es wieder zurück. Ja, und jetzt gibt es Möglichkeit Nummer drei. Okay, ich nehme die 1000 Euro, aber nicht für meine Sinnenbefriedigung. Ich werde nicht damit zum Flughafen gehen, nach Frankfurt und dann direkt nach Las Vegas fliegen, sondern ich werde diese 1000 Euro nehmen und ein Krishna-bewusstes Projekt zum Beispiel damit unterstützen. Sagen wir mal, Goloka Dham und Simhachalam kriegen von dir jeweils einen 500-Euro-Gutschein für Blumen für 2 Jahre oder so. Können Sie dann Ja. immer Blumen kaufen? Ja. Ja, also das ist Yukta Vairagya. Wir verzichten nicht, wir genießen auch nicht, sondern wir nehmen die Dinge an, aber stellen sie dann in Krishnas Dienst. Einmal Genau, ich danke. hat Prabhupada sich amüsiert. Da war dann jemand und der sagte, ich hätte 10.000 Dollar bekommen können, aber ich habe drauf verzichtet, weil ich bin so fortgeschritten. Und dann hat Prabhupada gesagt, du bist ein Narr. Diese 10.000 Dollar, die gehörten dir am Anfang nicht und am Ende gehören sie dir auch nicht. Sie gehören in jedem Falle, gehören sie immer Krishna. Krishna ist der höchste Eigentümer. Und wie kann es sein, dass du auf etwas verzichten willst, was dir sowieso nicht gehört?
so besser du nimmst es und stellst es in den Dienst desjenigen, dem es tatsächlich gehört, nämlich Gott, Krishna. Ja, dieses Beispiel hat er öfters gegeben. Gut. Vielen Dank. Hier war auch noch ein Punkt zum Schluss und dann können wir gerne weiterlesen, aber ich dachte, das ist auch noch mal interessant. Und zwar dieser Satz hier ist interessant. Mit dem Gift. Lass uns das noch mal kurz lesen. Des einen Nahrung mag für den anderen Gift sein. Könnt ihr das hier sehen? Ja. In ähnlicher Weise kann das, was den Menschen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit empfohlen wird, für diejenigen in der Erscheinungsweise der Tugend Gift sein. Ja, das ist ein interessanter Satz. Man hat das auch, ich meine, mir hat mir jemand, der sich in Ayurveda gut auskennt, auch mal erklärt, dass die Medizin auch, die schaut, wie der Patient so drauf ist, ob er sich in der Erscheinungsweise der Tugend befindet und auch tugendhaft gelebt hat oder lebt, dann wirkt tatsächlich andere Medizin besser als bei jemandem, der in der Erscheinungsweise der Leidenschaft lebt oder jemand, der in der Erscheinungsweise der Unwissenheit lebt. Also da gab es, als Srila Prabhupada ganz klein war, da war er sehr krank mal, als kleines Kind, als Kleinkind. Und dann kam der Arzt und dann sagte der Arzt zu seinem Vater, das Beste für ihren Sohn wäre Hühnerbrühe. Der muss Hühnerbrühe trinken, dann kommt er wieder zu Kräften. Ja, aber der Vater, der fand das nicht gut. Die waren ja Vaishnavas und die hatten kein Fleisch gegessen. Und dann war aber Prabhupada, also als kleiner Abhay Charan, der war so krank, dass der Vater dann irgendwann sagte, okay, nachher stirbt er noch, der Kleine. Dann versuchen wir das jetzt mal mit Hühnerbrühe. Und dann hat der Arzt das so vorbereitet. Da gibt es auch einen Film, das wurde verfilmt von Bhakti Charuswami. Und kaum wollte man ihn so diese Hühnerbrühe mit einem Löffel einflößen, sagte, da spuckte er sie auch sofort wieder aus. Also er mochte das nicht. Und er wurde aber auch gesund mit einer anderen Methode. Und ja, das. Er hat ihn vor Krishna gelegt, Ah ja, genau. zu Krishnas Füßen. Und dann wurde er gesund. Ah, ja. So, aber tatsächlich für manche Menschen, die zum Beispiel jeden Tag Fleisch essen oder so, mag Hühnerbrühe prima funktionieren. Aber für einen anderen ist das dann Gift. Ne? Das wäre jetzt so ein Beispiel. Und ja, um es mal auf unser Leben auch noch mal zu übertragen, da gab es mal einen, ja, man kann ihn vielleicht noch nicht als Schüler bezeichnen von Prabhupada, aber jemand, der das Krishna-Bewusstsein interessant fand und zum Tempel kam und dann auch mit Srila Prabhupada ins Gespräch kam. Und so bei einer persönlichen Unterhaltung offenbarte dieser Gast, Prabhupada, dass er noch sehr gerne mal ein Gläschen Wein trinkt. Swamiji, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme mit dem Krishna-Bewusstsein. Ich trinke immer noch so gerne abends mal ein Gläschen Wein. Ein guter Jahrgang oder sowas, ich weiß nicht. Und Prabhupada, er hat sich das dann angehört. Und jetzt ist es interessant. Prabhupada hat da nicht geantwortet. Ja, das geht aber gar nicht. Wenn du damit nicht sofort aufhörst, dann hast du keine Chance. Und überhaupt hast du mal von den Strafen gehört, die passieren können, wenn man sündvoll handelt oder sowas. Nein, so hat er nicht geantwortet, sondern er hat geantwortet, okay, versuch doch mal Folgendes. Versuch doch mal Krishna im Geschmack des Weines zu erkennen, wahrzunehmen.
Und die ganzen Schüler um Prabhupada herum, die waren ganz erstaunt. Was ist denn das für eine Anweisung? Der muss sofort aufhören, Wein zu trinken, Alkohol zu trinken. Aber nein, Prabhupada gab ihm diese Anweisung. Versuche mal, in diesem Geschmack des Weines, den du so schätzt, da versuch mal, dass das nur möglich ist, weil Krishna diesen Geschmack möglich gemacht hat. Und der Gast war total begeistert. Ja. Und ist dann wieder nach Hause gegangen. Und so, wie ich die Geschichte gehört habe, wurde der nach wenigen Wochen von seiner Zuneigung zum edlen Tropfen befreit. Und er kam also eines Tages happy tanzend in den Tempel. Ich bin frei. So, und das war ein gutes Beispiel dafür, dass wenn wir Krishna hinzufügen, dann haben wir eigentlich wirklich erst eine echte Chance, von solchen Gewohnheiten frei zu werden. Ja, natürlich, wenn er jetzt einem anderen Schüler, der schon längst von diesem Wunsch befreit war, stellt euch vor, Prabhupada hätte jetzt einen Schüler, der schon 5 Jahre im Krishna-Bewusstsein ist und auch gar keinen Alkohol mehr getrunken hat und das er auch gelobt hat, stellt euch vor, Prabhupada hätte dem gesagt, versuch mal im Geschmack des Weines Krishna wahrzunehmen. So, das wäre ein bisschen, also das würden wir seltsam finden und das hat Prabhupada natürlich auch nicht gemacht. Und das ist, was Srila Jiva Goswami hier sagt, was für den einen, wie hat das hier ausgedrückt? Lass mich kurz gucken. Des einen Nahrung mag für einen anderen Gift sein. So, und so muss man halt immer schauen, wen hat man vor sich. Man muss es auch bei sich selbst gucken. Bei sich selbst muss man auch gucken, wen habe ich hier eigentlich vor, wie sagt man, vor mich? Ein bisschen Vor seltsam. mir. Vor mir. Man sagt sowas so selten, deshalb man kommt mit der Grammatik gar nicht zurecht. Aber man muss einfach selbst mal schauen, was ist mit mir selbst eigentlich los? Wo kann ich mich selbst eigentlich abholen? Ja, ist auch interessant. Und das geht, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, also wenn wir auch ein bisschen demütig sind und sagen, okay, da habe ich echt noch eine Baustelle hier an dieser Seite. Und da hinten ist auch ein bisschen noch was am Argen. Dann kann man schon bei sich selbst. Krishna gibt uns die Intelligenz dann auch, selbst dann auch zu einer Strategie mit Hilfe des Paramatma. Also Krishna gibt uns Intelligenz von innen, dass wir da auch dann die richtige Strategie anwenden. Und es sei denn, es sei nur, dass wir jemanden fragen, der qualifiziert ist und der uns dann einen guten Rat gibt. Ist auch interessant. Also wir erkennen, oh, hier habe ich eine Baustelle. Ich weiß aber nicht so genau, wie ich das jetzt angehe. Aber ich frage mal Devoti so und so. Und das ist schon Krishna im Innern, der uns dann inspiriert. Okay, du hast deine Unzulänglichkeit erkannt. Und du willst davon ernsthaft, also du bist aufrichtig, du willst wirklich daran arbeiten. Ja, geh doch mal zu Chichakti Devi Dasi oder zu Marisha Sudevi oder zu Clemens und frag die mal. Und schwuppdiwupp geben dir die bestimmt eine gute Antwort oder einen guten Ratschlag. Ich sehe hier Krishna Chandras Hand. Hare Krishna. Hare Krishna, mein Lieber, Hare bitte mal Krishna. noch eine Frage zu Ihnen gesprochen. Ja, der Punkt mit dem Wein trinken, das war jetzt schon, das ist so ein maßgeblicher Punkt, den Prabhupada auch durch sein Wirken uns gelehrt hat. Am Anfang waren ja praktisch unwissende Hippies vor ihm gesessen. Ja, und da ist es ja wichtig, auch heute für uns beim Predigen, Krishna-Bewusstsein zu vermitteln. Ja? Wir sind die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein und nicht für Regeln und Regulierungen.
Ah. Das ist schon ein Unterschied. Ja, wir sind nicht die Gesellschaft für Regeln und Regulierungen, sondern für Krishna-Bewusstsein. Guter Punkt, ja. Wow. Ja. Gerade am Anfang ist es wichtig, dann, dass sich die Devotis nicht überfordert fühlen. Ja? Jeder Stufe. Ja? Das kommt, die Reinigung kommt mit der Zeit und dann interessiert man sich mehr und dann geht man tiefer in den Vorgang. Ja? Genau. Das kann man alles irgendwie am Anfang blockieren, indem man sagt, du musst aufhören mit Rauchen. Das kommt von alleine eigentlich, ja, so mit der Zeit. Schaut Bei mich manchen an. vielleicht nicht, aber gut, dann Guck mal, trinkst du immer noch aus dem Humpen. wie ihr seht, habe ich es immer noch nicht geschafft. Also Ich zur habe Beruhigung, das ist Wodka roter Früchtetee. runtergekommen. Aber es ist ja auch, ich finde, also entschuldigen, wenn ich mal kurz reingrätsche. Alles Ich gut. finde, so einen Wein zu trinken aus dem, weiß ich nicht, also ich trinke zum Beispiel super gerne aus so einem Weinglas. Ich finde diese Gläser total schön und da kann man ja alles Mögliche rein tun. Ne, Fruchtsaft, ganz genau. Und deswegen, ich finde, Wasser. das hat auch was mit so einer Kultur zu tun oder so, ne? Ja. Also ich bin da sehr immer, also wenn Empfänglich ich ein dafür, schönes ne? Glas oder schöne Tasse habe oder so, dann muss ich halt nicht unbedingt zwangsläufig da was draus trinken, was berauscht. Genau. Ich habe hier zum Beispiel so ein Bierglas. Ich weiß nicht, bei irgendeiner Haushaltsauflösung habe ich mir so zwei von diesen Biergläsern genommen und ich finde die total super. Ich trinke schon seit 10 Jahren aus diesen Gläsern, weil da passt einfach viel rein. Da passt ein halber Liter rein Genau. und ich finde es immer nervig, auch schon beim Tee trinken, wenn ich so Tee trinke morgens, also nicht den schwarzen Tee, sondern so halt Kräutertee halt, ne, so Räubosch-Tee, so was Harmloses. Und da freue ich mich immer, dass ich dann mir nicht immer ständig da in so ein kleines Gläschen oder in eine kleine Tasse da was reintun brauche. Und ja, das ist so mein Oktoberfest-Feeling so. Deswegen bin ich drauf gekommen, weil du das so in die Kamera gehalten hast und das geht mir ganz genauso. Nebenbei gesagt, ich habe einen Freund, der war dann auch schon weg vom Trinken, ne? Krishna Chandra, wir sind gleich wieder bei dir. Oh, Entschuldigung, bin ich da jetzt reingerupst? Nee, sag mal den Satz Okay. zu Ende und dann Ja, holen wir so, ihn und wieder rein. da, Er wollte, er hat sich dann mit Freunden, mit Kumpels getroffen und dann hat er doch so einen richtig dicken, fetten Humpen mit dickem Boden, ne, hat er dann doch nochmal genommen mit so einem Bier. Und er will das Bier nehmen und mit einmal geht der ganze Deckel unten ab. Wusch, das Bier war weg. Oh. Wer das wohl war? Ja, sehr gut. Ein Schelm, wer etwas anderes dabei denkt. Genau. Krishna Chandra, du Ich wolltest war noch eigentlich was sagen. schon fertig mit meinen Ausführungen. Ah. Wegen den Weißen hätte ich noch was gesagt. Also, es ist ja nicht verboten, Nee. opulent zu sein. Ja? Nur sollte man es halt verstehen, dass das eine Opulenz ist, die nicht nötig ist in dem Sinne. Ja? Also, ich kann auch aus einem normalen Gläschen trinken, dann bin ich vielleicht auch besser auf dem Weg, wie du es entsagt zu leben, als wenn ich jetzt hier ein Diamantenglas nehme und da draus trinke. Es steht mir halt einfach irgendwo nicht zu. Ja? So. Eventuell. Es sei denn, Ja. du hast halt dieses Glas schon vorher im Regal stehen, ne? Manchmal, es ist ja nicht, dass man kein Devotee ist, sondern man reich ist. Das ist ja auch ein Trugschluss. Ja? Es gibt ja auch reiche Devotees. Also, das ist ein Trugschluss. Man muss nicht arm sein, um Devotee zu sein. Ja? Also, das sind so Dinge, die so Discount vielleicht rumschweben von links nach rechts. Ja, der hat viel Geld, der kann ja kein Bewusstsein haben. Ja? Das ist nicht so Das wahr ist alles. dumm. Entschuldigung. Also wenn du sowieso Weingläser halt im Regal hast, dann kannst du sie natürlich auch weiter benutzen, ne? Und wichtig ist halt, was du reintust. Bin der Geschmack im Wasser. Zum Beispiel, ja, genau. Ja, lass Es uns gibt auch doch mal. Alkohol, ein Wein. Bitte?
Es gibt auch alkoholfreien Wein. Ja, genau. Wenn man jetzt unbedingt, zum Beispiel gibt es so 0,0% Bier, glaube ich, wie heißt das? Krombacher Bier, 0,0%. Da gibt es eine Familie in der Vedenakademie, die hatten dann einen Sohn, der war damals noch kleiner. Und die haben dann immer alkoholfreies Bier getrunken, die Familie, also die Eltern. Und dann hat der Junge, der war vielleicht 8, darf ich auch mal, und weil da ja kein Alkohol drin war, hat der Vater dann gesagt, na ja, klar, kannst du mal probieren. Und der kleine Sohn fand das dann lecker und hat das dann öfters mitgetrunken. So, und dann kam er eines Tages in die Schule und dann sagte die Lehrerin, so, und jetzt, nachdem ihr das eure Lieblingseissorte aufgeschrieben habt, schreibt jetzt euer Lieblingsgetränk. Und er so, Bier. Ja. Und dann die Lehrerin las das dann so vor und war ein bisschen irritiert, hat sich dann bei den Eltern gemeldet, was ist da los? Ja, also, naja. Ich würde sagen, wir lesen tatsächlich hier mal jetzt ein bisschen weiter. Wollen wir wohl, ja? Okay. Und ich Da fange blende ich mal euch das, an, genau, ich blende euch das mal ein. Wir haben ja? uns vorgenommen, wieder ein bisschen strenger auf die Uhr zu schauen. Aber wir Genau. machen uns auch nicht verrückt. Wir machen so viel, wie wir können und wollen auch wirklich ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ein bisschen Humor darf auch nicht fehlen. Bitteschön. Nee. Ich lese auch nicht schneller. Als Staatsoberhäupter in der Nachfolge Maharaj Parikshits haben die Pflicht, darauf zu achten, dass die Grundsätze der Religion, nämlich Entsagung, Sauberkeit, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit im Staat aufrechterhalten werden und dass die Prinzipien der Gottlosigkeit, nämlich Stolz, Unzulässigkeit, Gemeinschaft mit Frauen oder Prostitution, Berauschung und Falschheit mit allen Mitteln bekämpft werden. Okay, Um stopp mal das Beste. kurz. Stopp Ja, mal bitte. kurz. Also, ich markiere das hier noch mal kurz. Und zwar, ja, erstmal, das ist universal. Also, oft denken die Leute, dass ein Staat eine Religion vorschreibt. Es gibt zum Beispiel Länder, da muss man dem Islam folgen, sonst hat man da ein Problem. Und es gab hier in Europa mal eine Zeit, da musstest du Katholik sein, sonst hast du ein Problem bekommen. Aber hier wird klar, dass es eigentlich dem Staat nicht so wichtig sein braucht, ob du jetzt Katholik, Protestant, Moslem, Hindu oder was auch immer bist. Hauptsache, dass hier, das markiere ich jetzt mal, dass diese Prinzipien hier, dass die möglichst eingehalten werden, also dass die Menschen versuchen, sich zu entsagen, nicht auszuschweifen. Sauberkeit, ja, dass die Menschen werden ermutigt zu heiraten und eine Ehe zu führen. Barmherzigkeit, die Menschen werden ermutigt, die Tiere leben zu lassen und vegetarisch zu leben, vegan oder vegetarisch. Und Wahrhaftigkeit wird auch empfohlen. Die Leute sollen nicht ins Spielcasino gehen oder ständig jedes Mal, jeden Mittwoch und jeden Freitag einen Lottoschein ausfüllen und sich dann wundern, warum sie am Ende des Monats kaum mehr Geld haben. Das ist ja der Weg, das ist nochmal interessant, warum. An einer anderen Stelle wurde hier von Falschheit gesprochen. Es ist ja die Idee, ich blende euch das gleich wieder ein, dass manchmal Menschen denken, warum soll ich hart arbeiten wie die anderen, hart und ehrlich arbeiten von 9 bis 5? Ich brauche doch einfach nur in die Bahnhofstraße zu gehen nach Wiesbaden, da ist ein Casino und dann habe ich in einer Nacht so viel verdient wie mein Nachbar Otto im ganzen Jahr.
Das ist eigentlich Falschheit. Also das ist nicht ehrlich. Es ist nicht, wenn jemand erfährt, so hat er also sein Geld verdient, da sagen die Leute, ja, eigentlich ist es ungerecht. Andere arbeiten ehrlich, fegen die Straße und da kommt jetzt dieser Typ auf die Idee, so einfach so die Abkürzung zu nehmen. Ist eigentlich unehrlich. Das ist, was hier gemeint ist. Man sollte nicht auf diesem Wege versuchen, zu Geld zu kommen. Stellt euch vor, eine Gesellschaft, wo jeder nur noch Lottoscheine ausfüllt und ins Spielcasino geht, aber keiner will ehrlich arbeiten. Wie soll denn das funktionieren? Okay, ich gehe mal wieder zurück. Okay, wo warst du stehen geblieben, Chichakti? Mit allen Mitteln bekämpft werden. Es beginnt wieder um das Beste, ne? Genau. Ja. Um das Beste aus einem schlechten Geschäft zu machen, sollte die Persönlichkeit des Kali an Orte verwiesen werden, an denen es Glücksspiel, Trinken, Prostitution und Schlachthöfe gibt, falls solche Orte vorhanden sind. Diejenigen, die sich in gottlosen Gewohnheiten ergeben wollen, müssen durch Anweisung der Schriften reguliert werden. Unter keinen Umständen darf der Staat sie in ihrem Tun ermutigen. Mit anderen Worten, der Staat muss kategorisch alle Arten des Glücksspiels, des Trinkens, der Prostitution und der Falschheit unterbinden. Und das Fleisch Dingsbums da. Ein Staat, der die Korrupten, die in der Mehrheit des Volkes vorherrscht, ausmerzen will, kann die Grundsätze der Religion auf folgende Weise einführen. Okay, also der letzte Satz, lies dir noch mal vor. Ja. Ein Staat, der die Korruption, die in der Mehrheit des Volkes vorherrscht, ausmerzen will, kann die Grundsätze der Regeln auf folgende Weise einführen. Okay. So, Devi. Genau, dann lass uns doch mal diese drei Punkte noch mal hören. Oder sind es sogar vier, drei? Also der erste Punkt, zwei Pflichtfasttage im Monat oder auch mehr, in Klammern Entsagung. Selbst vom wirtschaftlichen Standpunkt aus werden diese beiden Fasttage im Monat dem Staat tonnenweise Nahrungsmittel sparen helfen. Und dieses System wird sich auch auf die allgemeine Gesundheit der Bürger sehr günstig auswirken. Also ganz kurz, damit sind die insbesondere die beiden Kadaschi. Ekadashi-Tage gemeint, wo man als Vaishnava verzichtet auf in erster Linie auf Getreide und Hülsenfrüchte, also so Bohnen, Linsen und natürlich jede Form von Getreide, Weizen, Cornflakes und so weiter. Ja, und wenn man das zweimal im Monat tut, was nicht schwierig ist, also da ist keiner von gestorben. Im Gegenteil, dann hat man plötzlich kreative Ideen, sich einen tollen Obstsalat zu machen. Da kann halt eben viel eingespart werden an Getreide. Und wenn es dann mal zu einer Dürre kommen sollte oder so, man kann Getreide, wenn man das richtig gut lagert, mehrere Jahre aufbewahren, dann hat der Staat, dann hat die Gesellschaft immer noch Reserven. Okay. Ja, Marisha Sodevi, zwei. Zweitens, Ja. es muss Pflicht sein, dass Jungen im Alter von 24 Jahren und Mädchen im Alter von 16 Jahren verheiratet werden. Koedukation an den Schulen und Universitäten ist nicht nachteilig, vorausgesetzt, dass die Jungen und Mädchen vorschriftsmäßig verheiratet sind. Im Falle einer engen Verbindung zwischen einem weiblichen und einem männlichen Studenten sollten sie verheiratet werden, ehe eine unzulässige Beziehung entsteht. Scheidung fördert Prostitution und sollte deshalb abgeschafft werden. Okay, Marisha Sodevi, ich gehe hier mal wieder in den Guck-Modus. Also, ich glaube, so geht es allen, die das jetzt hier hören. Uiuiui. genau, ich schaue mal auf den Glockenturm. Wir haben 3 Minuten. Er Und glockt noch. ich denke tatsächlich, Nummer 3 heben wir uns für nächstes Mal auf, weil
Hier sind so viele rote Flaggen, wenn man das so mal bezeichnen darf, oder so viele rote Leuchtlämpchen. Nicht jetzt, weil das jetzt hier verkehrt oder falsch ist, nein, sondern man fragt sich, oh, wie kann man das jetzt hier im Jahr 2024 in Deutschland, wie kann man das gut verstehen? Weil, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn wir mal so in unsere Gesellschaft reinschauen, vielleicht auch unser eigenes Leben, werden jetzt viele YouTube-Zuschauer sagen, da bin ich sowas von weit von entfernt und ich sehe auch in unserer Gesellschaft keine Anzeichen, dass wir uns auch nur annähernd auf so einem Level bewegen. Wie kann man das verstehen? Ja, und darüber hatten wir letztes Mal schon gesprochen, dass wir alle aus mehr oder weniger, wir kommen einfach aus dem Kali-Yuga, wir kommen aus der Kali-Yuga-Kultur und wir müssen irgendwie sind wir wahrscheinlich selbst noch schon erstaunt, wie wir es eigentlich so weit schon geschafft haben, hier im Krishna-Bewusstsein jetzt zumindest uns schon mal im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Das ist schon erstaunlich. Aber die meisten werden sicherlich sagen, von diesen Maßstäben, die Prabhupada hier aufgestellt hat, da bin ich und da sind wir insgesamt mit vielleicht ein paar seltenen Ausnahmen noch weit, weite Lichtjahre von entfernt. Ja, was sagt denn ihr dazu, wenn ihr das hier so liest? Ja, Marisha Sodevi, deine Hand sehe ich hier. Ja, ich habe gerade mal ins Chatfenster geguckt, da schreibt Clemens, den Zusammenhang zwischen Scheidung und Prostitution findet er halt interessant. Und ich gehe mal davon aus, dass, also wir dürfen das ja nicht aus unserer modernen Sicht sehen. Die Schriften sind ja schon viel älter. Und ich sehe das aber auch in anderen Ländern eben, dass wenn die jetzt gerade aktuell, ich arbeite ja mit den Geflüchteten, hat sich ein Familienvater von seiner Frau scheiden lassen. Die Frau hat drei Kinder, die steht mittellos da. Also ich denke, dass sie, um Geld zu kommen, möglicherweise auch sich prostituieren muss, im schlimmsten Falle. Ist mir jetzt gerade so eingefallen, ist aber reine Spekulation. Ist schon vorgekommen, sowas. Na, Aber auch da gibt es Sozialamt. und die Männer. Aber nicht in Syrien Ach oder so. so. Ja, Ach, die sind ich ja nicht dachte, sie hier. waren hier. Nee, nee, die Ah, sind nicht okay. hier. Und wenn Verstehe. du das mal jetzt unabhängig von da, wo wir leben, Ja, anschaust. Und die ja. Männer sind natürlich auch gut, die können sich natürlich dann immer noch mal verheiraten oder so, aber erstmal haben sie natürlich ihre Ehefrauen verloren und dann gehen sie sicher auch gerne mal zu einer Prostituierten. Also das nach der Scheidung. Deswegen diese junge Verheiratung, die da vorgeschlagen wird, das ist natürlich, also in unseren westlichen Gefilden würde das, glaube ich, schwerlich funktionieren. Aber in den anderen Ländern funktioniert es schon, weil es gibt, ich hatte das, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt, es gibt auch eine Form von Sicherheit für die Jungs. Zum Beispiel, wenn die Jungen wissen, ja, wir sind versprochen, ich habe eine Frau, für mich ist gesorgt, die haben ihre ganz klaren Rollenverständnisse. Ja, für die Da Mädchen ist auch. völlig klar, die Mädchen auch, die müssen arbeiten gehen, die Familie versorgen. Also das ist ganz klar festgelegt. Da gibt es diese Irritationen, die wir hier manchmal haben. Ja, muss ich jetzt alleinerziehende Mutter, Hausfrau und weiß ich nicht, was alles für Rollen ausfüllen? Ich will jetzt gar nicht so ein großes Fass aufmachen, aber ich wollte mal den Blick hin auf die andere Zeit, wo die Schriften sozusagen entstanden sind, dass es eben, als die Veden geschrieben wurden, man muss das halt in diesem Zusammenhang einfach sehen, in diesem Kontext und eben nicht mit der Deutschlandbrille, ne, oder mit der westlichen Brille, sondern es gibt eben auch andere Länder, sei es jetzt gut oder schlecht, aber wo es eben anders funktioniert und es hat. Es ist immer nie nur eine Seite der Medaille. Ist das nicht auch eine Art Scheidung, wenn man in Sannyas geht, die Frau zwar mit Geld zurücklässt, aber zurücklässt?
Ja, dann begibst du dich aber bestimmt nicht in die Prostitution. Also ich habe mich jetzt auf die Frage von Clemens nochmal bezogen. Ach so, auf die Prostitution. Aber ich dachte jetzt, nee, weil jetzt Scheidung hier so im Allgemeinen im Raum stand, ne? Also das nennt Ja. man aber auch nicht Scheidung, Herr Chichakti. Also Ich weiß. ne, das, wir dürfen das jetzt hier nicht vermischen. Da können wir mal ein anderes Mal drüber sprechen. Aber es gibt ja auch so, man sieht es manchmal so bei Hollywood-Schauspielern, die sind dann so zum siebten Mal verheiratet, ne? Haben sich also schon so und so viel mal scheiden lassen und hatten währenddessen auch noch 10 Seitensprünge. Und das ist natürlich, darauf Ja. zielt das hier ab, dass man dann wirklich auch heiratet und dann auch wirklich schaut, dass man die Sache dann stemmt. Und ja, also klar, es Das dann ist. nicht auch eine Art männliche Prostitution, wenn die von einer Frau zur anderen hüpfen? Ja, sicherlich, natürlich. Ja, ja. Natürlich, ja. Nur umgekehrt, genau, natürlich. Ja. Was ich hier vielleicht noch mal sagen kann, ist, dass man schon sehen kann, dass innerhalb der Devoti, also der Vaishnava-Gemeinschaft, auch zum Beispiel in Deutschland, da gibt es jetzt schon solche Jugendcamps, hatte uns Adi Shesha neulich erzählt, dass sich also die Kinder, die im Teenageralter sich befindenden Kinder von Devotis, die treffen sich, also da werden dann so Urlaubcamps organisiert und dann kommen die alle so zusammen. Und da gab es also schon wirklich Fälle oder Beispiele, so in den letzten 10, 20 Jahren, wo dann auch solche Menschen, junge Jungs und junge Mädchen zueinander gefunden haben und dann auch geheiratet haben. Und das ist eigentlich tatsächlich dann dieses Modell hier mit vielleicht nicht exakt auf diese Jahreszahl. Hier wird von Jungen im Alter von 24 und Mädchen im Alter von 16 Jahren gesprochen, aber es geht so in diese Richtung. Ja. Lustig ist, ich habe meinen Sohn mit 16 Jahren bekommen und der Papa davon war 24. Ah, interessant. Ja. Ja, und deswegen ist es ganz schön, wenn man die Mädchen und die Jungs dann schon gleich verheiratet, dann ist das geregelt. Genau. Also ich denke, wir verstehen so ein bisschen, worauf das hier hinausläuft. Marisha Sodevi hat es auch eben gut erklärt. Ein gewisser Frieden entsteht, wenn man schon von vornherein weiß, das ist meine Beziehung oder meine Ehe. Und ja, ich würde sagen, im Hinblick auf den Glockenturm, wir machen hier einfach erstmal einen Schnitt. Das ist so viel Sprengstoff, das kann man auch nicht alles hier so alles bewältigen. Aber wir haben ja eine nächste Sendung, da haben wir es dann auch noch mit Punkt 3 zu tun. Da können wir vielleicht auch noch mal über Punkt 2 noch mal sprechen, darauf noch mal ein bisschen eingehen. Marisha Sodevi, hier sehe ich noch mal deine Hand zum Abschluss. Ich wollte nur ganz kurz, Krishna Chandra hatte sich auch gemeldet, aber ich wollte ganz kurz sagen, ich habe kürzlich im Radio gehört, dass, na, wie sagt man, Ehen, die, na, wie heißt es, die versprochen sind, ach, jetzt komme ich auf den Begriff nicht. Verlobung? Doch, Nein, versprochen. Wie heißt es, wenn man sagt, du heiratest den, du heiratest den, diese Ja, das nennt vorbestimmt man, sind, ja, die. eine arrangierte. Arrangierte, danke. Arrangierte, ja. Das ist das Wort, das fiel mir jetzt. Dass die arrangierten Ehen per se nicht unglücklich sein müssen, also, sondern sehr wohl auch gut funktionieren, habe ich kürzlich gerade einen Bericht im Radio gehört. Ja. Auf jeden Fall, also. Da gibt es interessante Dokumentationen. Es gibt natürlich immer so Dokumentationen auch im Fernsehen. Da wird alles so, man spürt so, das wird kategorisch irgendwie abgewertet und ein bisschen in den Schmutz gezogen. Aber es Es gibt hat auch, bitte? auch etwas Gutes,
Ja, natürlich. Da guckt man nicht, du bist hübsch, dich nehme ich. Auch du bist nicht so hübsch, dich lasse ich da stehen. Es bekommt jeder irgendwo sein Deckelchen. Ob hübsch, ob nicht hübsch, ob klug, ob dumm, egal. Jeder kriegt sein Deckelchen und das passt nachher. Die Eltern, die sprechen sich auch untereinander ab. Die wissen, wie hübsch ihr Sohn und wie hübsch ihre Tochter ist. Und dann, da gibt es sogar, ich habe mal so eine Serie gesehen, die hieß Stiesel. Das ist so eine niedliche Serie von einem jüdischen Viertel in Jerusalem. Und da gab es dann immer so Leute, die waren offiziell Kunsthandelverkäufer, aber inoffiziell sind die Leute zu dem hingegangen und der hat geguckt, was passt, Zu welches wem? Mädchen passt zu welchem Jungen, hat auch ein bisschen den Status verglichen, das Aussehen, die Interessen. Ja, und so, das hat oft gut funktioniert. Ja, Krishna Chandra, deine Hand hier zum Abschluss. Ja, da bin ich sehr froh, dass ich noch mal drankomme. Ja, wie Marisha Sudevi schon gesagt hat, das ist eine Sache des Mindsets. Also, und ich glaube, anderen, die daran es auch teilweise reingeschrieben, das hängt sehr viel mit Erziehung zusammen oder auch mit der Kultur, ja, die man lebt. Und da wir so arg von der Schiene runtergekommen sind, off the track, wie man so schön sagt, ja, wir sind ja off the track. Ja, können wir das nicht mehr verstehen, ja, dass so arrangierte Ehen. Der Vater möchte ja auch das Beste für seinen Sohn oder für seine Tochter. Ja, der wird mich nicht ins Unglück stürzen wollen. Ja, also das ist eine ganz natürliche Geschichte eigentlich, ne? Weil sie haben die Übersicht, die Gurus, wie wir so sagen, ne? Die ersten Gurus. Und das mit der Prostitution ist, kann man auch so verstehen, dass man sich anbieten muss, dann auf dem Heiratsmarkt, dass man wieder versorgt ist. So wie ich mich auf dem Berufsmarkt anbiete, ist es auch eine Art der Prostitution, auch wenn man das nicht so gern hört. Ja, das ist Prostitution. Man nimmt halt die Worte, wie sie sind. Und wir haben halt eine Art und Weise, der Ausdruck, die Worte so aufzunehmen, wie sie gebraucht werden im Moment. Ja, aber es gibt eine Definition von bestimmten Worten. Und gelehrte Menschen, die halten sich halt auch sehr stark an die Definition, nicht an das, was der umgangssprachliche Gebrauch ist im Moment, ja, weil der vergeht wieder, ja. Das ist, viele Worte werden im Moment gebraucht, die haben total andere Bedeutung. Da kann ich nachvollziehen, was die hier für Sachen erzählen. Aber okay, das war's nochmal. Okay, Ich vielen hoffe, es Dank. hat jemand beigetragen. Ja. Hare Krishna. Ja, ich würde sagen, wir spüren hier ist immer wieder, also das ist immer wieder interessant, diese Themen. Und wir können ja bei unserer nächsten Sendung nochmal Punkt 2, wir fangen einfach mit Punkt 2 einfach nochmal an. Vielleicht hat sich da noch bei dem einen oder anderen eine Eingebung entwickelt über die Zeit hinweg. Ja, genau, einen Satz wollte ich noch sagen. Also in Indien gibt es so ein Sprichwort bezüglich dieser arrangierten Ehe. Erst kommt die Heirat und dann kommt die Liebe. Ja, genau. Und War ja bei uns früher auch hier in den Königshäusern so, ne? Die wurden zusammengeführt und dann, ach, das andere passt schon. Die Hauptsache, es ist ländermäßig und so weiter gut arrangiert, ne? In unserem modernen Verständnis halt umgekehrt. Erst kommt die Liebe, ja, und dann sind sich die Leute aber nicht sicher. Ja, vielleicht ist die andere doch besser. Dann trennen sie sich wieder. Dann guckt man, gibt es da noch eine bessere oder einen besseren? Dann geht das 2 Jahre. Ja, vielleicht ist das noch nicht der Richtige oder die Richtige. Ne, und so geht das dann 20 Mal oder 30 Mal. Und dann irgendwann, wenn man dann so ein gewisses Alter erreicht haben, dann kriegen die dann plötzlich Panik. Und dann heiraten sie. Und dann sind sie auch nicht glücklich, weil sie haben schon so viel ausprobiert und sind dann auch in der Ehe ständig am Vergleichen. Gleiche. War der siebte, den ich hatte, der war doch besser als den ich jetzt habe. Ja, und deshalb sagen die Veden, es ist besser, wenn man erst
heiratet und dann sich verliebt. Ja, das ist natürlich für unseren westlichen modernen Geist, ich spreche hier auch zu den YouTube-Zuschauern, im ersten Moment erstmal schwierig zu verstehen, sofort diese Kurve hier zu schaffen. Aber das Srimad Bhagavatam Srila Prabhupada ist einer der wenigen, vielleicht derjenige, der das hier wieder in die westliche Welt mal reingebracht hat, mal diese Perspektive, dass wir überhaupt mal so mal aus einem anderen Blickwinkel mal wieder unser Leben und unsere Gesellschaft betrachten können. Und in diesem Sinne sage ich Haribol und greife zur Notbremse. Wir verabschieden uns heute und wir können ja alle nochmal den Hare Krishna Mahamantra chanten. Ich bedanke mich auch für alle Kommentare hier. Einen fand ich noch lustig. Es ging irgendwie um Orangen. Ich bin seit 30 Jahren befreit von dem Wunsch, Orangen zu essen, schreibt Anandita Rama. Da hat jemand wohl mal zu viel Orangen gegessen. Und schaltet eure Mikrofone gerne einmal ein. Könnt ihr die Ukulele hören? Ja. Und wenn ihr mögt. Das, damit kannst du Anandita Rama jetzt nicht mehr locken, Krishna. Aber die Geschichte will ich noch mal hören, Anandita Rama, was da der Grund war. Die hören wir Ja, nächstes genau. Mal, Die ja? hören wir nächstes Mal, genau. Ja. Merken wir uns, Ja, ja? das interessiert mich. Schreib's ins Protokoll, So wie du Orangengeschichte. kommst, bist du dran. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alles Gute, Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Jai. Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, Krishna.